Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Hey, warum ihr euch jetzt fragt, warum ich bei Catalinas altem Haus abgespeichert habe? Ich habe mich dazu entschlossen, dass wir unseren Kontostand jetzt endgültig mal in die maximale oder zumindest eine sehr hohe Höhe transferieren sollten. Und wir deswegen ins Inside-Track-Wettbüro, das ihr vielleicht noch aus der Catalina-Mission kennt, in dem wir diesen Laden hier überfallen haben, unser Geld vermehren. Wir haben zwar 2 Millionen, aber das reicht mir persönlich noch nicht. Diese Sachen sind wie gesagt Glücksspiel. Das heißt, falls ich jetzt all mein Geld setze und das daneben geht, dann wäre das Geld weg. Und zwar endgültig. Deswegen habe ich bei Catalina da oben gespeichert, damit wir es theoretisch immer wieder versuchen können und wir auch hohe gewonnene Summen uns nicht durch die Lappen gehen. So, ich zeige euch mal, wie das geht. Wir müssen den Wettautomaten benutzen. Wir haben hier verschiedene Pferde mit verschiedenen Namen. Little Bishop, ne, kennen wir vielleicht noch. Weiß nicht, hat auf jeden Fall eine gute und schlechte Quote. Das hier ist eine gute Quote, das heißt, die Chancen sind offiziell höher, dass der gewinnt. Ihr wisst das ja, bei Glücksspiel oder Pferderennen, ich habe auch schon im echten Leben mal Pferderennen gespielt. Diejenigen, die quasi als Favoriten gelten, die haben natürlich die niedrigste Quote. Das heißt, wenn die gewinnen, dann kriegst du auch am wenigsten Geld ausgezahlt oder vielleicht nur gerade mal deinen Einsatz wieder. Der hier zum Beispiel gilt als der absolute Außenseiter. Bei ihnen würde man das 12-fache des Einsatzes gewinnen. Allerdings haben die Programmierer in diesem Spiel es versäumt oder es wissentlich weggelassen. Das ist bis heute nicht ganz klar. Diese Chancen auch praktisch umzusetzen. Das heißt, ob ihr jetzt auf den hier setzt oder auf den, ist völlig egal. Es ist völlig zufällig, wer gewinnt und wer verliert. Das heißt, es spielt keine Rolle, welches Pferd stärker ist oder was weiß ich was, denn alle sind gleich stark, nur mit unterschiedlichen Quoten. Deswegen ist es schwachsinnig, auf den hier zu sitzen, wenn man doch gleich das Zwölffache haben kann. Bei gleicher Quote, bei gleicher Siegeschance. So, dann setzen wir einfach mal auf den und zwar richtig viel Asche. 10.000, 100.000, 200.000, richtig, richtig viel Geld, denn wir kriegen das Zwölffache raus, wenn wir gewinnen. Und selbst wenn wir jetzt einmal failen, ist das durchaus zu verzeihen. So, 1 Million muss mindestens sein, mal 12, na, geht schon deutlich mehr. So, das setzen wir jetzt. Und jetzt wird zufällig gewählt, wer gewinnt. Es wird immer ein bisschen spannend gemacht. Im Moment führt zum Beispiel unser Favorit klar. Jetzt wird der Gegner aufholen. Ja, die Nummer 2 wird uns überholen. Und jetzt können wir nur noch beten, dass wir gewinnen. Die 5 hat gerade einen sehr, sehr guten Stand. Die 3 ist uns allerdings sehr, sehr hartnäckig auf den Fersen. Die 4 versucht es auch nochmal, aber 3 und 4 fallen zurück. Jetzt nochmal der Blaue, aber die 5 ist der klare Sieger. Und Gratulation, meine lieben Freunde. Wir haben aus 1,2 Millionen 14 Millionen Dollar gemacht. Ey, das ist doch mal was. Der Zähler da oben wird jetzt eine ganze Weile zählen. Und damit wir diesen phänomenalen Sieg nicht beim nächsten Mal wieder verspielen, gehe ich jetzt erstmal wieder zurück zu Catalinas Bude, um das abzuspeichern, denn das ist nicht selbstverständlich, dass wir gleich beim ersten Mal gewinnen. Das ist mir noch nie gelungen. Aber vielleicht liegt es ja auch am veränderten Glück, wer weiß. So. Ja, da fließt richtig, richtig Geld. Und beim nächsten Mal setzen wir noch deutlich mehr, damit wir noch mehr dabei rauskriegen. Ist nur sehr lästig, dass man keine großen Summen eingeben kann. So, dann speichern wir auf diesen Stand. Ihr seht, unser Geldkonto ist gigantisch gewachsen. Und wächst sogar immer noch ein bisschen. Das wird jetzt aber ein bisschen aufhören, glaube ich. Unser Ziel, beziehungsweise mein Ziel, ist es, bei da, wo jetzt die 1 steht, die 9 stehen zu haben, damit wir wirklich richtig reich werden. 1. 16 Millionen Dollar haben wir. CJ ist jetzt richtig reich und das ohne irgendwelche Umsatzbeteiligung oder so einen Schwachsinn. Und dann würde ich sagen, machen wir es einfach normal. Wieder 12er Chance. Allerdings braucht er jetzt wieder recht lange, bis wir es eingetippt haben. So, das sind alles verschwindend geringe Summen. Aber wir brauchen auch so viel Geld, damit wir im Casino unseren Glücksspiellevel hochtreiben können. Ja, da werden wir nämlich auch noch hingehen, um zu spielen. Damit wir dort den Glücksspiel-Skill hochtreiben. Der hat nämlich nichts mit dem Glück zu tun, das wir bereits kennen. So, ich frage mich, wie viel wir jetzt setzen sollten. Das ist doch sehr lästig. Und wenn wir jetzt verlieren, dann müssen wir wieder abspeichern, wieder hinfahren, das alles neu eintippen und so weiter. So, jetzt haben wir über 2 Millionen mal 12. Na, da muss schon ordentlich was kommen, damit wir da jetzt absahnen. Ich hoffe einfach, dass wir es schaffen. Ja, nicht allzu gierig, nehmen wir einfach mal das.
Also schon Wahnsinn, mit was für Summen hier gespielt werden kann. Ja, das sieht im Moment überhaupt nicht gut für uns aus. Überhaupt nicht gut. So, die Nummer 1 führt. Dicht gefolgt von Nummer 2. Beide geben richtig Gas. Die 5 leider weit abgeschlagen. Aber sie versucht wenigstens nochmal ins Mittelfeld zu kommen. Und sie greift nochmal die ersten Plätze an. Aber leider reicht es nicht ganz aus. Und doch, jetzt übernimmt sie die Führung. Es übernimmt die Führung. Und wir haben wieder gewonnen. Kann man das denn fassen? Jetzt haben wir aus den 2,5 Millionen... Ja, Moment, ich muss mir das... 30 Millionen Dollar gemacht. Alter, was für ein Geldregen. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner Carl Johnson, der sein sauer verdientes Vermögen hier ausgibt. Und unser Unternehmen kann Konkurs anmelden, wenn das noch so weitergeht. Sie sind ein reicher Mann, CJ. Sie sind ein reicher, reicher Mann. Also Leute, ich bin jetzt echt gerade überwältigt. Ich bin überwältigt, wie gut das gerade funktioniert. Das Geld rasselt nach oben und das schneller als mit allem anderen. Wir haben auch ein gutes Startkapital, weil wir eben schon sehr viele Nebenmissionen gemacht haben. In den anderen Nebenmissionen werden wir dann auch noch Geld verdienen, aber im Vergleich mit dem, was wir jetzt verdienen, ist das ein absoluter Witz. Deswegen werden wir es nur noch machen, um die Story abzuschließen, nicht wegen dem Geld. So, das sieht alles extrem gut aus. Ja, und wir kommen jetzt auch gleich noch einmal zurück, denn ich hatte ja versprochen, die 9 ist unser Ziel. Das kann jetzt alles ein bisschen dauern, aber dieser Part wird nur ein reines Glücksspiel sein. Kleine Handnotiz nochmal, es ist nicht für die 100% nötig. Ich mache es nur, um CJ richtig, richtig, richtig reich zu machen. Fast 100 Millionen Dollar kann man dann am Ende im optimalsten Fall besitzen. So, und unser Motorrad-Skill hat sich auch verbessert. Das ist sehr schön. Die Frage ist nur, ob es dazu, ob das so bleibt, weil wenn der Verlust jetzt zu groß ist... Naja... So, Love Torpedo, das ist garantiert eine Anspielung auf ein bestimmtes Organ, ich kann es aber nicht beweisen. So, wieder eine 12er-Quote. Manchmal kommt es auch vor, dass nur dass der größte Außenseiter eine 10 hat oder 11. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur 12, ob das Zufall ist, weiß ich auch nicht. Ihr seht, wir müssen jetzt schon richtig tippen, damit wir da jemals runterkommen, ne? Wie langsam die Zahl runtergeht. Ja, ich kann nebenbei was trinken, aber ich muss eben auf meiner Leertaste bleiben. Das ist echt dumm, liebe Entwickler. Da hätte man wenigstens noch einen 10.000er dran machen können. Aber vielleicht, naja, wolltet ihr es auch den Spielern, ne? Wer Geld haben will, der muss leiden. Das ist absichtlich ein bisschen schwer machen, so 2 Millionen, das ist alles ein Witz hier. Wir wollen richtig, richtig, richtig viel Geld setzen. Ja, ja, vielleicht gibt es noch irgendeinen Hack, der es irgendwie verschnellert oder so, aber den kenne ich jetzt gerade nicht. Außerdem will ich ja ohne jegliche Cheats oder Hacks arbeiten. So, jetzt haben wir 3 Millionen gesetzt, dann wetten wir mal wieder. So, es geht los. Die Nummer 2 übernimmt die Anfangsführung. Dicht gefolgt von 4 und 5. Und 5 überholt die 2. Beziehungsweise nein, sie sind im gleichen Schritt. Aber die 5 setzt sich ein bisschen durch. 2 will aber nicht aufgeben. Überholt wieder die 5. Das hintere verfolgende Feld kommt. Die 5 bleibt wieder abgeschlagen. 2 führt mit großem Abstand. Und das sieht nicht gut aus für unseren Meisterwetter CJ. Ob die 2 noch eingeholt werden kann? Nein. Das war es leider. Das ist nicht gut für sie ausgegangen, Mr. Carl Johnson. Das ist wirklich nicht gut ausgegangen. Doch was macht Carl jetzt? Geht er etwa wieder an den Wettautomaten? Ja, er wettet erneut und zwar auf das Pferd Crack Horse. Puh. Oh, ich muss mal durchatmen. Es ist ganz schön schwierig, so als Kommentator zu reden und dabei noch auf seine Atemtechnik zu achten. Ja, 3 Millionen ist verglichen mit dem, was wir gewonnen haben, recht wenig. Deswegen versuche ich das jetzt einfach mit dem gleichen Einsatz, denn dadurch, dass die Quote mal 12 ist, kriegen wir die Kohle sowieso locker wieder zurück. Das ist gar kein Problem. Cheesy Hornblower. Ist echt klasse, was die für Namen haben. Air Biscuit. Finde ich auch klasse. Rump Rider finde ich auch super. Crack Horse finde ich natürlich absolut super. So, ich würde sagen, dass wir einfach mal wieder 3 Millionen setzen. Ich würde ja 3 Mille sagen, aber das ist ja leider falsch. Mille, wer Lateinunterricht hatte, der weiß, dass Mille 1000 bedeutet. Das heißt, 3 Mille sind 3000, nicht 3 Millionen. Es ist nur so im Volksmund. Aber meistens, wenn man sagt 3 Mille... So, dann ja, lieber noch ein bisschen mehr. So, jetzt müssen wir darauf hoffen, dass Crack Horse uns den Verlust wieder beschert. So, 3 und 4 übernehmen die Führung. Die anderen abgeschlagen. Nummer 5 will nicht ganz in Gang kommen. 3 führt. Doch die anderen wollen sich nicht den Sieg einfach nehmen lassen. Sie kämpfen nochmal. 5 leider nicht so. 1 weit abgeschlagen hinten. Das Spitzenfeld versucht aufzuholen. 4 übernimmt die Führung. 5 bleibt wieder leider zurück. 3 versucht es wieder.
Und leider hat der gute CJ wieder mal verloren. Das ist nicht so gut ausgegangen. Ah ja, ich darf nicht direkt ins Mikro reinatmen, deswegen ist das auch ein bisschen schwierig. Ich mache jetzt so lange weiter, bis wir wieder anständig was gewinnen. Denn wir haben ausreichend Kapital zur Verfügung. Eigentlich müsste ich jetzt mal 6 Millionen setzen, aber das ist mir einfach mit dem Getippe einfach zu aufwendig. Ich wollte eigentlich nicht die ganze Zeit damit verplempern. Ich wollte euch ja noch das normale Glücksspiel zeigen. Ich weiß nicht, wollen wir in Caligulas spielen oder wollen wir in im Four Dragons spielen? Das könnt ihr euch aussuchen. Denn eigentlich ist es völlig irrelevant. Es ist nicht wichtig für die Story und so. So, jetzt haben wir wieder 2 Millionen zusammen. Ich werde aber wieder mit 3 Millionen spielen. Wenn wir 12 mal 30, das sind... Ne, ich zeige nicht, wie schlecht meine Kopfrechenkünste sind. Sie sind wirklich erbärmlich. Das sind... Ja, 36 Millionen, na klar. Oh, ich habe hier ein bisschen zu viel. Ach, egal. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. So, es fängt wieder an. Die Nummer 1 übernimmt die Führung. Jetzt die Nummer 3. 5 hält sich recht solide, fällt aber leider wieder zurück. 3 übernimmt die Führung. Wieder mal ein Kampf zwischen dem Ersten. Doch 5 will auch wieder aufholen. 3 führt mit großem Abstand. Kann diesen Gelben noch jemand aufhalten? 4 ist ganz hinten. 5 will nochmal ordentlich was reißen. 5, gib alles. 3, du bist nah dran. 5, gib alles. Schiebung. Schiebung. Habt ihr das gesehen? Das Grüne ist ein halben Zentimeter früher dran. Das ist Schiebung. Ich will mit dem Betreiber sprechen. Scotland Nile. Ja, ihr seht, jetzt haben wir gerade wieder eine ziemliche Pechsträhne, was ziemlich schade ist. Das mindert unseren Erfolg deutlich. Ich werde jetzt noch einmal so setzen. Falls es jetzt nichts wird, dann werde ich wieder einen neuen Spielstand laden, damit wir die Kohle schneller zurückkriegen. Oder ich mache es offscreen weiter, weil ich glaube, ihr habt jetzt ungefähr gesehen, wie das funktioniert. Aber das wäre eigentlich schade. Ich wollte das nicht so machen. Ich wollte, dass ihr live mitseht, wie ich hier alles absahne. So. 1,5 Millionen. Ja, das ist wahrlich nicht schlecht, aber das reicht nicht. Wir haben viele Verluste erlitten, die zwar auch nicht allzu schlimm sind. Aber wir müssen ja auch deutlich Gewinn machen, damit wir nicht so oft wetten müssen. So. Aber bisher war die Quote für das Fünfte eigentlich gar nicht so schlecht. Im letzten Rennen immerhin Zweiter geworden. Aber dummerweise gewinnt man eben nur was als Erstes. Normalerweise gibt es da nochmal deutlich bessere Wetten im echten Leben. Man kann ja noch wetten, wer sind die ersten drei oder was weiß ich was. So, Scotland Nile. Nummer 2 übernimmt die Führung, aber der Fünfte scheint mal wieder seine Krafttanks aufgeladen zu haben. Er übernimmt die Führung. Doch sein Verfolgerfeld ist sehr hartnäckig. Die 3 übernimmt wieder die Führung. Dicht gefolgt von Nummer 2. Aber die 5 lässt sich wieder zurückfallen. Gibt derjenige schon auf? Oder ist da vielleicht noch Hoffnung? Ja, er gibt noch einmal Gas. Aber reicht das, um die 3 aufzuholen? Auch die 2 gibt Gas. Es ist wieder mal sehr, sehr spannend. Er wollte mich verarschen, ey. Ah, nein. Gut, dann laden wir einfach mal den Spielstand neu. Genau für solche Situationen war ich ja vorbereitet. Ich könnte schwören, dass 5 wieder mal gewonnen hat, aber das wollten sie mir natürlich nicht gönnen. Ja, hier zählen sie jetzt das Geld wieder noch, weil die Spieldatei noch nicht begriffen hat, wie viel da jetzt drauf ist, beziehungsweise sie zeigen das immer so schön an. Nehmen wir mal Catalinas Buffalo und fahren damit hin. Das hat zwar jetzt die Folge, dass unser Motorradskill nicht Maximum werden wird, aber das lässt sich ja noch nachholen. Aber ich glaube, ihr habt das Prinzip grundsätzlich verstanden. Gut, ich glaube, dann mache ich das doch anders. Ich werde das Offscreen bis aufs Maximum hochpumpen, sofern es mir irgendwie möglich ist. Wir sehen uns dann beim Casino-Spiel wieder. Bis dahin. Ciao. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Okay, das war jetzt eine sehr komplizierte Verabschiedung. So, da bin ich auch schon wieder, meine Freunde. Ich habe ordentlich Geld gewonnen. Ich habe mich jetzt allerdings entschlossen, entgegen meiner Aussage, ich würde es jetzt auf Maximum vollpumpen, ist jetzt bei läppischen 85 Millionen erstmal zu belassen, denn wir bekommen ja noch Geld für Aufträge. Und wir wollen ja nicht, dass die quasi einfach verschwinden. Wir wollen ja was davon haben. Aber ich habe jetzt mehr als ausreichend Geld, um jetzt im Casino auch wirklich spielen zu können. Zumindest um die großen Beträge, ohne dass es weh tut. Und naja, es ist nicht ansatzweise so lukrativ wie dieses Geschäft hier. Aber immerhin, mit etwas Glück könnten wir doch schon mehr gewinnen. Und ich würde sagen, wir spielen im Four Dragons Casino, einfach weil wir so einen guten Draht zu Wusi haben. So,
Erstmal noch die Waffen einsammeln. Das Geld ist immer noch fleißig am Zählen. Das ist sehr, sehr lobenswert. So. Ja, dann gehen wir mal rein. Mal sehen, was wir für uns haben. Für uns schwerreiche Spieler. Yeah. Ich werde wahrscheinlich die Musik hier deutlich leiser stellen müssen. So, was können wir denn spielen? So, Blackjack. Ja, unser Glücksspiel ist nicht hoch genug. Wir müssen, ja, wir können nur an den 100er Tischen spielen. Mal gucken, was ist denn mit dem Roulette hier? Maximal Einsatz 100. Das können wir spielen. Ich glaube, ihr wisst alle, wie Roulette funktioniert. Wir können hier auf eine Zahl setzen, wir können auf vier Zahlen setzen, wir können hier auf ganz klassisch, anfängermäßig rot oder schwarz setzen. Ja. Natürlich setzen wir ganze 100. Wir haben ja mehr als ausreichend Geld, um zu spielen. Auf rot. Und jetzt, der Rest ist Glückssache. So, mal sehen, was bei rauskommt. Es ist in diesen Kategorien mir völlig egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Ei, das war nicht gut. Schwarz 2. So, und können wir, dann setzen wir jetzt einfach mal auf schwarz, einfach weil wir es können. Roulette ist, wie gesagt, nicht das erste Spiel meiner Wahl, wenn ich dieses Casino betrete. Aber wir müssen ja irgendwas spielen, um den Glücksspiel-Skill für Blackjack hochzutreiben. So. Yep, gewonnen. So. Probieren wir mal was anderes. Bisher. Wir müssen auch nicht alles auf 1 setzen. Wir können zum Beispiel hier. Hier ein bisschen was draufsetzen. Da ein bisschen was draufsetzen. Und hier ein bisschen was draufsetzen. Und ansonsten setze ich noch darauf, dass das hier doch noch eine stärkere Rolle spielen wird. So. Bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Okay. Das wird mit... Ah, dummerweise versperrt das die Sicht. Na, wir haben überhaupt nicht gewonnen. Das war nicht gut. Beziehungsweise uns wurde deutlich zu wenig ausgezahlt. Dann bleiben wir jetzt einfach ganz konservativ und setzen mal wieder alles auf schwarz oder so. Wir müssen ja nicht risikoreich spielen. Wir haben ja keine großen Gewinnabsichten und in diesen Preisklassen ist das sowieso nicht möglich. Erst wenn wir bei dem 10.000er Bereich sind, wird es richtig spannend. So. Ah, wieder verloren. Dann setzen wir uns einfach mal auf rot. Ich kann das lange so machen. Dieses bisschen Geld, das wir verlieren, ist nicht der Rede wert. Wir haben im Pferderennen so viel abgesahnt. Aber ihr seht jetzt vielleicht, oder versteht, warum ich das jetzt gemacht habe, damit wir hier sehr viel Geld haben. Na, jetzt kommt natürlich schwarz raus, ihr Ficker, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bleibe jetzt trotzdem bei rot. Sonst wird das gleich wieder schwarz. Aber ansonsten, wie gesagt, alles reiner Zufall. Ich habe auch mal auf die 0 gesetzt und ich hätte auch das 36-fache gewonnen, aber... Ja. Yeah. Ich hätte nur $2 drauf gesetzt und nicht mehr. Das war mein Fehler. Wenn ich da deutlich mehr drauf gesetzt hätte, wäre es der gigantischste Gewinn überhaupt. So, wir bleiben bei Rot. Rot ist die Farbe der Liebe. Und drehen. Nee, Roulette ist wie gesagt nur im Real Life mein Lieblingsspiel. In diesem Spiel gefällt es mir überhaupt nicht. Ja, verloren. Oi, CJ, jetzt brauchst du... Dann setzen wir jetzt einfach mal darauf, dass wir hier in diesen Kategorien gelingen. Wie Roulette genau funktioniert, das seht ihr hier vielleicht schon, aber informiert euch im Zweifel über das Internet. Ich setze jetzt einfach mal darauf, dass eine Zahl zwischen 13 und 24 rankommt. Nein! 25, ey, ihr Arschlöcher! Okay, das ist schon mal schön nach hinten losgegangen, dann versuche ich es mal hiermit. Auf diese Straße. Ich weiß leider nicht die ganzen französischen Begriffe. Wir spielen hier auf französisches Roulette, nicht amerikanisches. Was auch gut ist, weil das Französische ist viel besser als das amerikanische. Zumindest fairer. Na? Ja, war ja klar. Setzen wir einfach nur hier ein bisschen was drauf. Wie gesagt, ein läppische $100. Darüber können wir hinwegsehen. Das ist im echten Leben viel Geld, aber in San Andreas... Und unser Spielerlevel hat sich erhöht. Wir können jetzt auf $1000 Tischen spielen. Das ist auch gut. Ja, wir verlassen das mit Verlust. Das war nicht gut. Dann gehen wir jetzt mal Blackjack spielen. Ich bin nicht so der Blackjack-Spieler. So, wir spielen immer mit dem Maximaleinsatz. $1000, bitte. So, erste Karte. 18 ist gut. Wir können jetzt noch eine Karte ziehen, um auf 21 zu kommen. Unser Ziel ist nämlich, den Dealer zu schlagen. Wir spielen nicht gegen andere, wir spielen gegen den Dealer, also den netten Typen da in Anzug.
Wir müssen so nah wie möglich an die 21 herankommen und ihn überbieten. Sobald wir über 21 kommen, ist das verloren. Wenn wir jetzt eine Karte ziehen, ist das sehr risikoreich. Das müsste schon ein Ass sein, glaube ich, damit wir da noch heil rauskommen. Deswegen keine Karte. Ja, jetzt haben wir verloren, denn der Kartengeber, hier der Croupier, also der Dealer, wie man ihn hier auch nennt, hat 20. War nicht so gut. Wir spielen mit dem gleichen nochmal. 2 ist schlecht. 9 ist auch schlecht. Dann nehmen wir auf jeden Fall eine Karte. 15 ist auch zu schlecht. Noch eine. 19 ist okay. Ja, natürlich hat er wieder 20. Oh, du Arschloch. Der hat auch nochmal andere Regeln. Er muss setzen, solange er keine 15 hat. So, weiter geht's. 10 ist gut. 20 ist auch gut. Dabei lassen wir es. Ja, er hat auch 20. Mann, ganz schöner Glückspilz. Unentschieden, das heißt, jeder kriegt seinen Einsatz zurück. So, weiter. 2 ist scheiße. 5 ist scheiße. Noch eine Karte. 15 ist auch schlecht, damit schlagen wir ihn, glaube ich, nicht. Ja, 19 ist okay. Schon wieder 20. Sag mal, Junge, was bist du eigentlich hier? Der hat voll Glück, dieser Arsch von Croupier, ey. Das könnte sogar hinhauen. Ich glaube nicht, dass er es schlägt. Wieder unentschieden. Sag mal, gewinne ich auch mal? Das ist ja zum Verrücktwerden. 2 ist scheiße. 5 ist scheiße. Ah, jetzt hat er natürlich einen Blackjack. Super. Läuft bisher nicht allzu gut für uns im Casino. Trotz maximalem Glücksspielskill. 10 ist schlecht. Da müssen wir noch mehr nehmen. 15 ist auch scheiße. Ja, jetzt haben wir über 21, damit haben wir automatisch verloren. Nächster, so 9, 16. 16 ist auch schlecht, der hat da wieder eine 10. Noch eine Karte. Ja, komm, leck mich doch. Mann. Und er hat wieder 20, das gibt es doch nicht. So, wir können jetzt bis zu 10.000 spielen, das ist gut. 17, ja, 17 ist okay. Aber jetzt kann ich dummerweise gerade wegen dieser Anzeige nicht sehen, was er hat. Ah ja, Ass. Dann riskiere ich mal nichts. Oh, ach egal, leck mich doch, du Arsch. Hier können wir noch nicht spielen, weil es um 1 Million geht. Noch sonst nirgendwo. Wir gehen jetzt einfach mal aus dem Casino raus. Und wieder rein. Dann sind die Tische neu besetzt. Allgemein ist unser finanzieller Schaden, glaube ich, sehr übersichtlich, weil wir noch nicht um die großen Summen spielen konnten. Aber, liebe Freunde, das wird sich noch sehr rasch ändern. Wir werden bald um Millionen spielen. Aber ich will, wie gesagt, nur diesen Skill nach oben treiben. Große Gewinne beabsichtige ich jetzt überhaupt nicht mehr. Wie man sagt man so schön? Okay, der spielt um 100.000, das können wir noch nicht machen. Die spielt um 100, das ist mir zu wenig. Was ist denn mit dir? 1 Million? Nee. Das können wir spielen. So. Da machen wir es, glaube ich, wieder wie vorhin. Wir setzen einfach alles auf eine Farbe. Ich habe jetzt keine Lust, hier groß irgendwas auszuprobieren. Und so. Das Rien de la Plus, das gilt aber erst ab einem bestimmten Zeitpunkt. Gedreht wird immer, dann wird gesetzt und dann wird erst gesagt. Ja, natürlich haben wir verloren. So. Aber immerhin, wir haben jetzt hier die Chance, die Verluste aus unseren vorherigen Runden auszugleichen, weil wir um weitaus höhere Gewinne spielen. Aber ich kann doch mal an dieser Stelle ausdrücklich warnen, falls meine Zuschauer nicht 18 sind. Wenn ihr ins Casino geht, dann ist das Geld immer weg. Ihr seht's gerade. Ich verliere permanent. Man geht nur hierhin, um Spaß am Spiel zu haben. Und das kann man auch ohne echtes Geld. Also seid echt vorsichtig. Wenn ihr ins Casino geht, rechnet nie damit, dass das Geld da bleibt oder dass ihr gar Gewinn macht. Ihr werdet in der Regel immer Verlust machen. Vor allem auf lange Sicht gesehen. Yeah, gewonnen. Wir haben das Doppelte jetzt gekriegt. Da haben wir immerhin jetzt ein bisschen was ausgeglichen, aber jetzt setze ich mal auf Schwarz, weil offensichtlich Schwarz etwas häufiger vorkommt, aus was für Gründen auch immer. Wenn die 0 übrigens gezogen wird, dann verlieren beide Lager. Also das macht dann überhaupt keinen Unterschied mehr. 0 ist neutral und sichert den Bankvorteil. Wenn ihr das mal ausrechnet oder im Matheunterricht mal ausgerechnet habt, wisst ihr auch warum. Yeah, geh doch, meine Güte. Ich könnte mal mutig sein und auf die 0 setzen, aber da fehlt mir ehrlich gesagt.
Ach komm, wir machen es einfach mal. Wir sind mutig. Aber nur $1200. Wir müssen ja nicht maximal setzen, glaube ich. Wir müssen einfach nur spielen. Ja. Die Chance ist eben 1 zu 36. Ne, noch nicht mal 1 zu 37, oder? Ich muss mal dringend wieder mich damit näher befassen. Ich habe ja mal gerne Roulette gespielt. Bei einem Mal bin ich mit einem deutlichen Plus nach Hause gegangen. Beim anderen Mal habe ich alles verzockt. Also wie gesagt, eure Gewinnbilanz wird, wenn ihr immer regelmäßig spielt, immer negativ oder, wenn ihr Glück habt, neutral sein. Aber ihr werdet nie gewinnen. Nie. Das garantiere ich euch. Aber ich glaube, ich habe euch genug gewarnt. Wir können uns jetzt wieder aufs Spiel konzentrieren. Wir spielen, bis wir die 1 Million freigeschaltet haben. Ja, komm schon, nochmal, bitte. Yes. Schön, Verlust ist ausgeglichen. Aber wie gesagt, wir bewegen uns in Sphären, die für unseren Kontostand überhaupt nicht gefährlich sind. So. Im besten Fall kommen wir daran, wo jetzt die 5 steht, bei uns an der Zahl. Yes, wieder gewonnen. So, jetzt zur Abwechslung versuchen wir es nochmal mit Schwarz. Aber nur $5000. Wenn wir da jetzt gewinnen, bekommen wir 10.000. Ja. So, und jetzt versuche ich nochmal was Gewagteres. Hier ist die Auszahlungsquote 1 zu 3. Wenn wir da gewinnen, setzen wir einfach mal $10.000 drauf. Zwischen 13 und 24 muss die Zahl jetzt sein, damit wir gewinnen. Na, und welche wird's? Na, nein, die 36. Ja, CJ meckert ein bisschen, aber das ist nicht allzu schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir versuchen es einfach normal. So, unser Profizocker haben wir. Wir können jetzt bis zu 100.000 spielen. Sehr schön. Und wir haben auch Kredit, aber das brauchen wir nicht. Ja, komm, leckt mich. So, jetzt können wir wieder um höhere Sachen spielen. Der hier war auch, glaube ich. Ja, jetzt können wir hier wieder... So, wir einschrauben den Einsatz natürlich auf maximal, um zu schleimen. Ui, der zählt aber lange durch. So, 4 ist schlecht. 14 ist auch beschissen. Ja, er hat wieder, glaube ich, ein recht gutes. Verdoppeln wir mal den Einsatz und ziehen. Nein, schade, das ging daneben. Wir haben jetzt gerade durch dieses Manöver $200.000 verloren. Aber wir können das ja wieder reinholen. 8 ist, na. 17 ist auch schlecht. Aber er hat auch nicht so ein tolles Blatt. Aber er muss weiterziehen. Na, ich riskiere mal nichts. 12. 15, 16. Ja, jetzt hat der Arsch wieder 21. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, ich habe da so ein Pech bei diesem Spiel. Im Moment 3 ist scheiße, 10 ist auch nicht gut. Könnte man aber mit einer weiteren, mit einem König noch gut ausgleichen. Eine Karte bitte. 19 ist gut, belassen wir es mal dabei. Yes. So. 10 ist gut. 21 gut, Blackjack. Dadurch gewinnen wir auch das Doppelte. Und das ist nämlich ein echter Blackjack, seht ihr? Also Ass und Königin oder König am Anfang. Das ist der Original Blackjack. Alle anderen, die 21 ergeben, die werden zwar auch so genannt, aber das ist ein Blackjack. Direkt die ersten zwei Karten, keine weitere ziehen, das ist Blackjack. So, weiter geht's. 10 ist gut. Ja, 17 ist nicht ganz so toll. Er hat eine 2, das heißt, er wird auf jeden Fall wieder ziehen müssen. No card, bitte. 16. Yes, ich hab's gewusst. Ja, das macht doch jetzt Spaß. 5, na. 14 ist auch schlecht. Card, bitte. 15 ist auch schlecht. Noch eine Karte, bitte. Oh, das ist doch nicht dein Ernst, Junge. Wenn ich jetzt normal ziehe, ist das definitiv drüber. Es sei denn, ich ziehe eine 5, dann wäre es natürlich optimal. Ach egal, no risk, no fun. Ja, habe ich leider verloren. 7 ist zu hoch. Weiter geht's. 2 ist schlecht. 12 ist auch beschissen. 12 ist richtig schlecht. Card. 18 ist okay, aber er hat wieder eine Königin. Also eine Dame. Warum sage ich mal Königin? Es ist eine Dame, die Karte, die Kuh. Das ist übrigens Catalina. Yes! Ich wusste, er geht rüber. So.
So, wir können jetzt um 1 Million spielen. 9 ist schlecht. Die Runde beende ich nochmal. Höher können wir nicht spielen. So, ich warte jetzt, bis das weggeht. Damit ich nochmal sehen. Ah, hat eine 10 drin. Egal, auf jeden Fall eine Karte. 9 ist viel zu schlecht. 18 ist auch nicht gut, aber lassen wir es mal. Ja, er hat 19. Arsch. So. Können wir auch um 1 Million spielen? Ja, beim Roulette können wir um 1 Million spielen. Jetzt können wir nochmal mit etwas Glück die Verluste ausgleichen. Wenn wir jetzt auf Rot hier das Doppelte gewinnen, dann ist eigentlich all das, was wir verspielt haben, passé. Jetzt müssen wir nur Glück haben. Komm schon, bitte Rot, bitte. Prima. So, wie viel Geld bekommen wir? Ich muss mal gerade aufs Radar gucken. Prima. So, das reicht. Wir können nicht noch weiter hochleveln und wir sind mit Gewinn aus dem Casino raus. Meine ich zumindest. Vergleich die Zahl am Anfang des Parts bitte, also beziehungsweise nach dem Pferderennen mit der jetzigen. Prima. Das war jetzt mal eine kleine Auflockerung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen in Glücksspielleben euch zurechtgefunden. Ich werde vielleicht ein anderes Mal das noch auf das Höchste treiben, aber das ist auch nicht allzu wichtig. Im nächsten Part machen wir wieder eine andere Sache. Bis dahin, ciao!